für Götze. Und das wird man bei den Grasshoppers sofort nochmals nutzen, während Fajori hier noch kurz gepflegt wird. Kommt es zum Wechsel, der natürlich nur noch rein zeittechnischer Natur ist. Auch gesehen mit welcher Geschwindigkeit, dass der Ball gekommen ist, mit 75 Stundenkilometer. Wieder Richtung Mittellinie auch hinten verschiebt. Genau bei solchen Bällen. Schichaui. Zaubert er? Nein, nicht in diesem Moment. Aber am Ende, da hapert es. Kretena. Und Rubio. Und Abstoß. Soppers haben es fertig gebracht in dieser Saison schon. Einfluss, dass er nicht mehr spielt. Oder ich weiß es nicht, aber wie gesagt, es kann sein, aber ich glaube. Los Santos. Gute Chance für GC. Guillermo Bajori. Das war klasse gemacht, da hat nicht viel gefehlt. Ja, es war die erste klare Chance gewesen. Und ich glaube, der Goalie hat da wahrscheinlich kaum eine Abwehrmöglichkeit gehabt. Aber wie gesagt, es war die erste klare Chance für GC gewesen. Und dem steht doch etwa 4 vom FCZ gegenüber. Also, ich glaube. Der Ball kommt nochmal aufs Tor. Achtung, Jakubovic! Eieieiei! Er kommt tatsächlich noch mal an den Ball. Nach seinem Kopftor hätte er hier auf fast noch per Weitschuss ausgeglichen.
das zu korrigieren. Und so wie GC jetzt auftreten, ist er aus denen absolut zu. Aber es ist unglücklich in einer Phase, wo sie das Spiel total in die Hand genommen haben. Aber auf der anderen Seite auch schon die Gelegenheit zum Ausgleich. Und das... Aufsteiger 2-0 in Front bei Neuchâtel Xamax. Torschütze der Brasilianer Rivaldo. Da bahnt sich also eine Überraschung an in Neuenburg. Alla, jetzt hat er etwas Platz. Sucht das Abspiel, der Schuss. Und GC wird seine Spielanlage kaum ändern. Wir werden weiterhin die Defensive sortieren. Und dann Jans Lulic. Da geht's, kann man sich unterdessen auch ein bisschen darauf konzentrieren, eben dieses Resultat in die Pause zu bringen. Also Bobadilla kann hier noch was erreichen, das gibt den Penalty. Raul Bobadilla holt. Hatte. Hier geht es mit 1-0. Valori, Schulz, Valori toujours, en profondeur sur Vosaire. Rubio, der übrigens die Seite gewechselt hat, in der ersten Halbzeit. Aber schau. Ballverlust zur Folge. Ayori kann wieder mittun, scheint also nicht so schlimm. Jakupovic hat momentan nicht den besten Leistungsnachweis, also die Option, denke ich mal, ist dann noch nicht ganz gesichert. Salatić hat wir eben am Ball hier wieder. Nein, er überlässt Bajori. Macht auch eine gute Partie. Salatić lässt Michel Renkli ein bisschen vergessen. Gut, das kann es immer geben, wenn man natürlich ein bisschen offensiv spielt. Immer muss Spiel machen. Da kann man immer ein Gegengoal einfangen. Aber wenn man schlussendlich dann noch gewinnt. Gebrochen im Stadio Comunale. Gerami Taro. Dann Lustrinelli, Conti, bleibt da hängen.